Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Amiga 500 Let's Play. Und zwar geht es heute zum zweiten Mal wieder mit Stunt Car Racer los. Und zwar noch vor dem Spiel wollte ich euch was Tolles zeigen. Und zwar habe ich mir das Spiel über eBay Kleinanzeigen besorgt. Ja, und ich wollte das zusammen mit euch auspacken. Also ich habe schon ausgepackt. Ich wollte euch das Spiel nur einmal kurz vor der Kamera zeigen. Darum switche ich einfach mal auf die Tischkamera und wir schauen. Hier haben wir das gute Stück. Natürlich in einem Tütchen. Und wir packen es mal aus. So. Ist hier nichts kaputt noch oder so. Schon vorsichtig, damit ich hier nicht die Ecken zerdötsche, weil die haben überhaupt nichts. Wie man sieht, also gut wie nichts. Ne? Ja. Oh. Das ist das gute Stück. Spielershandbuch in Deutsch, natürlich. Und dann haben wir hier die Rückseite. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich muss mich hier noch ein wenig in den Winkel gewöhnen. So, das ist quasi so ein Huber. Der kommt ja raus, weil darunter ist dann quasi eine Verpackung. Ja, und das ist dann nicht mehr in Deutsch, wie man sieht, das ist dann in Englisch. Ja, und die Commodore Amiga Version natürlich. Ja, hier liegt natürlich die Diskette bei. Der Multimedia ist ein Aufkleber drauf. Keine Ahnung warum. Aber das werde ich dann vielleicht bei der Gelegenheit mal entfernen. Das Kleberchen hier. So. Ich kann nicht sagen, ob die Diskette funktioniert. Die habe ich noch nicht getestet, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie es nicht tut. Wäre auch ein Wunder nach so vielen Jahren. Ja, und dann haben wir hier einmal eine Anleitung. Wirklich, wirklich unbenutzt. Also man kann sagen, die ist, würde man sagen, quasi neuwertig. Richtig cooles Teil. Komplett in Deutsch. Ein paar witzige Inhalte drin, noch nichts von gelesen. Ich denke mal, geht es um die Geschichte des Sports hier, des Motorsports. Einmal in Deutsch. Und dann, ja, haben wir die gleiche Anleitung nochmal in Englisch. Ja. Ja, hallo Herr. Sorry, Booting, bla. Ich kann leider kein Englisch. Ich denke mal, das ist wieder so ein Streamer-Bot, der mir hier Zuschauer aufhalten möchte. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ja, und das ist jetzt zu dick verpackt. In diesem Grunde machen wir das so. Ich will jetzt auch noch was kaputt machen. Wir haben was denn drin? Also, ne? Was führt? Haben wir schon über. Zack. Das ist wieder wunderbar zu. Und dann kommt der schöne Schuh noch einmal hin drüber. Blub. Ja, so viel zum Thema Stunt Car Racer für den Commodore Amiga. Ein wirklich geniales Spiel. Und ja, natürlich kommt es wieder in das schöne Tütchen. Bringt zwar nicht, aber ist halt ein wenig geschützt. Ne? So. Weiter geht's zurück. Und dann, ja, wollen wir einfach mal das Spiel nochmal Revue passieren lassen, indem wir jetzt einfach in das Spiel gehen. Natürlich mit dem WinUAE-Emulator, aber
Alles über den Game Selector. Da wollte ich auch noch mal ein Video zu machen, aber aktuell leider keine Zeit. So, kann schon mal die Oberfläche erahnen, ne? Wir gehen einfach mal bei Games und dann gehen wir natürlich zum Buchstaben S und dann Stunt wie Stunt, ne? Aber haben wir sogar zwei Versionen, sehe ich gerade. Eine TNT-Version aus dem Jahre 2004. Wie man das hier auch sieht, ist es ein wenig bunter, aber wir wollen natürlich das Original laufen lassen. Und das machen wir einfach mal. So. Ohne irgendwelche, ja, Einstellungen, wir lassen das so, wie es ist. Kein Bock auf den Boost. Singleplayer. So. Controller schon mal zur Seite. Ja, Singleplayer natürlich. Name. Am PC natürlich. Pizzeria, wir sind unten rechts und kämpfen dann gegen die Fahrer, die wir ja angezeigt bekommen. Division 4. Ach komm, starten einfach mal direkt, ne? Ich weiß jetzt komischerweise nicht, warum da drinnen schon 3 von 6 anzeigt. Kann ich nichts zu sagen. Okay. Drop, du Start. Und auf geht's. Ja, da wurden wir auch schon überholt. Dann haben wir jetzt gerammt. Ganz oben in der Leiste sehen wir unseren Zustand des Fahrzeugs. Und zwar bildet sich von oben links nach oben rechts ein Riss. Ja, und je größer der Riss wird, desto schwerer sind wir quasi beschädigt. Ja, und sollte man ganz schlecht fahren, wird dann quasi noch auf uns geschossen. Ja. Da ist er an uns vorbei gehüpft. Ja, ich verstehe es gar nicht. Ich bin aktuell wo ich sehr schlecht am Fahren. Gummik. Von dem Turbo haben wir auch nicht allzu viel. Vielleicht schaffen wir noch. Das ist aber weit, weit voraus hier. Da ist er, man sieht ihn.
Was ist los? Ja, wir haben leider das Rennen verloren. Nicht gut, nicht gut. Unser Humpback. Aber unser Auto ist wieder repariert. Schon mal sehr gut. Ganz klare Kiste, wir dürfen einfach nicht rausfliegen. Er ist immer vor uns, ne? Wenn wir so 170, 180 im Schnitt fahren, kommen wir hier ganz gut durch. Das macht ein Feeling, ey. Heute immer noch so wie damals. Unglaublich, ey. Recht Schwindelgefühle finde ich schon, ey. Und ja, das wird ganz schlecht. Auch viel zu schnell irgendwie. Oh, wir haben das Rennen gewonnen, wunderbar. Das ist doch mal Shane, Shane, Shane. Es feiert. So. Jetzt geht es wieder auf die gleiche Strecke, die wir eben verloren haben. Oder auf der wir eben verloren haben. Anfang glaube ich etwas zu schnell. Ei,
Hier seitlich aufgekommen. Nö, wunderbar. War ich doch zu schnell. Nein, weil ich immer, dass ich hier mit zu schnell sein darf. Ja, da haben wir das Rennen gewonnen. Wunderbärchen. Division 4, Race 5 und 6. 6. Ich bin gespannt. Auch wieder die gleiche hier. Oh. Eieiei. Zieht an mir vorbei hier. Das war jetzt knapp. Oh, der fährt hinten drauf. Letzte Runde. Schlecht. Wow.
Oh. Das Rennen haben wir auch gewonnen, wunderbar. Aber das Auto ist fast geschrottet. Jo, das war's. Oh, cool. Division 3. Ei, 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 ei. Ja. Okay. Ich denke mal, das wird unsere letzte Strecke sein. Und dann war es das für heute. Ich glaube, hier werde ich auch nicht allzu weit kommen. Den lassen wir mal vorfahren, damit ich weiß, wie schnell ich fahren muss, um halt über diese Teilabschnitte zu kommen. Fahre ruhig, fahre ruhig. Aber der gibt Gas. Ja, und das war's. Eieieiei. Der ist da drüber, ey. Und mich setzt er hier ab. Ja, wie soll ich jetzt hier Speed bekommen? Das ist jetzt die Frage. Reicht das? Ja, es muss reichen, ne? Mit 140 kommen wir also über die Rampen. Eieiei. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Ding, ding, ding. Ja, und da haben wir unsere erste Kugel kassiert. Und die bleibt natürlich jetzt auch. Die verschwindet nicht. Und sollte der Strich, den wir dann oben sehen, ja, die Kugel erreichen, war es das. Nicht so einfach. Da war ich definitiv zu schnell. 140 darf man hier lang fahren und dann war's. Ja. Wie ich sagte, 140. Ja, da hat er mich wieder überholt. Das Auto ist natürlich total schaden. Und das war's. Ja, so kann es gehen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck verschaffen zum Thema Stunt Car Racer. Wirklich geniales Spiel. Ja, wer erst später reingeschaltet hat und sich das Unboxing noch gerne anschauen möchte, der kann ja ganz gerne den Stream nochmal starten oder besser gesagt das Video dann. Ja, ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch dann ja bald schon ein schönes Wochenende. Bis denn.